ihr seid. Die wunderbarsten überhaupt. Ja. Ja, ich freue mich auf das zweite Gespräch mit Maja Novak. Beim letzten Mal, also du hattest das kurz angesprochen in unserem Gespräch, da wollte ich eigentlich von dir noch wissen, wie du das mit der Krankheit siehst, also Krankheit als Signal von Disbalancen in dem System Mensch, Hund oder wenn wir es halt größer machen wollen, Tier. Weil in meiner Praxis zum Beispiel, da sind eigentlich die Themen Allergien der Haut, natürlich mit extrem viel Juckreiz verbunden oder auch Unverträglichkeiten von Magen, Darm bis hin zu chronischen Entzündungen, Bauchspeicheldrüse, Ohrenentzündung. Also das ist wirklich so an der Tagesordnung. Und da würde ich gerne mit dir nochmal das Feld so einmal öffnen, auch für die Menschen, die vielleicht so ein Tier haben und ja, außer unterdrückende Maßnahmen von diversen Medikamenten vielleicht auch mal den Hintergrund erfassen können, warum das Tier unter dieser Symptomatik leidet. Was ist denn deine Idee bisher gewesen dazu? Da ich ja selber auch ein Hauttyp bin und ich weiß, wenn mir alles zu viel wird und mein System wirklich komplett überdreht, ich will jetzt nicht sagen, in meiner Mitte bin, das ist eigentlich nicht so mein Ausdruck, passt auch nicht so ganz zu mir, aber einfach, wenn es alles zu viel ist oder wenn, ich hatte vor kurzem schon 2,5 Jahre her, mein größtes Problem habe ich eigentlich immer, wenn irgendein Tier von mir geht. Wenn was? Wenn ein Tier von mir geht, dann kommt meine Haut, also sprich dieses Neurodermitis, das schlägt dann komplett durch. Und wenn da noch Sachen sind im Außen, da hatten wir ja gerade diese Corona-Zeit und Maske tragen und so, da ist mein System wirklich komplett kollabiert. Und zwar aufgrund dessen, weil mir was aufgezwungen wurde. Ja. Yeah. Und dann geht gar nichts mehr. Ne? Also einmal diese Überforderung in meinem System durch den Tod von meinem alten Hund und dann etwas, was noch von außen kam, was mich halt total eingeengt hat, was mich was mir übergestülpt wurde und dann ging gar nichts mehr. Was wiederum auch, es passt ja immer alles so schön zusammen, deswegen ist ein persönliches Beispiel so wertvoll, weil alles, was du im Vorfeld schon als Thema mit deinem Hund genannt hast, passt eben auch zu dem Bild mit deiner Haut. Die Haut ist ja unsere äußerste Grenze zur Welt. Und wenn wir nicht lernen durften, diese Grenze zu spüren und wie wir sie wahren können, wie sie respektiert wird, dann zeigt bei vielen Menschen genau diese Grenzesymptome, die Haut. Und das wiederum deckt sich mit dem Thema, wenn dir und deinem Hund Menschen zu nahe kommen. Und in unserem ersten Interview hast du das auch als übergriffig bezeichnet. Also die Geschichte vorab ist so gelaufen, dass mein Hund sehr leinenaggressiv ist. Also nicht, wenn jetzt ein Hund einen guten Abstand hat, aber wenn es halt einfach zu nah ist. Und da bin ich eben halt, oder da hat Maja mich sozusagen abgeholt und hat gesagt, Nadine, vielleicht könnte das ja auch dein Thema sein. Und somit sind wir dann auf dieses Trauma angekommen, was eben halt das Thema Übergriffigkeit hatte. Und das, was ich mir jetzt wirklich rumholen durfte in Bezug auch auf die Führung für meinen Hund, ist,
dass ich einfach klar und bestimmt Grenzen setze. Ich muss gar nicht in der Kraft und ein Buddha sein, weil ich das einfach gar nicht kann, weil ich das für ein Typ ehrlich bin. Und das ist mir so bewusst geworden, Maja. Und natürlich das nicht nur für meinen Hund, sondern halt in meiner Umgebung. Ja, und damit hat sich irgendwie für mich meine Welt so wieder rund gemacht. Ich würde auch jedem dann nochmal empfehlen, vielleicht den ersten Teil anzuschauen, worum es da wirklich ging. Ja, dass eben halt dieses Raum, ich brauche so Raum für mich, dass er das für mich so gemacht hat, dass das nicht mehr in der Art und Weise halt ist. Wenn man Grenzen nicht erlernen durfte, fühlend, wie sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel annektiert wurde wie ein Land, weil Eltern übergriffig waren oder andere Bezugspersonen, dann entsteht so eine Diffusität, also so eine Durchlässigkeit. Und die Haut als Grenze funktioniert nicht mehr, aber sie schreit, sie zeigt es, sie macht auf sich aufmerksam. Aber um zurück zu deinem Hund zu kommen, was ich gehört habe, was sich dadurch verbessert hat, ist, und das, glaube ich, möchtest du heute als Thema, wieso können wir Dinge auf unseren Hund übertragen? Warum ist es möglich? Oder auch natürlich auf andere Tiere, mit denen wir leben. Und dein Hund hat natürlich in dieser überdrehten Form, die er vorher hatte, oder in seinem gesteigerten Unmut etwas ausgedrückt, was du nicht ausgedrückt hast. Denn ich habe Videos von dir gesehen, wo du nichts machst, wo du, um nicht dein Lebendigsein auszudrücken, weil Gedanken wahrscheinlich das bewerten, erlernt natürlich vom Umfeld, hat er es für dich gemacht. Und jetzt, wo du Lebendigkeit lebst in so einem Moment, kann er damit wieder zurückfahren. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und wenn wir Menschen uns darauf einlassen, werden wir den Hund immer als ganz tollen Dolmetscher haben. Wie auch den Körper, der ja dein Hauptthema ist in deiner Arbeit. Ben, ich habe jetzt hier gerade zufällig etwas liegen, wenn du mal sagst, erstmal nur, was hat das dieser Gegenstand für eine Form? Ich würde sagen wie ein Ei. Ja, eine Form, nur eine Form, keine Bedeutung. Ach so, oval. Ja, so, es hat eine Form. Und jetzt kannst du sagen, was ist das? Ein Ei? Nee, was ich da in der Hand halte? Ja, ich kann das nur so erkennen als. Ist es kein Ei? Also Nein. Ist natürlich irgendwie eine Kugel würde ich jetzt auch nicht sagen. Wenn ich so halte? Würde ich immer noch sagen. Es ist eine Tomate. Ach, Tama, ich muss meine Brille aufsetzen. Naja, das sieht schon echt wie ein Ei aus. Okay, aber es ist jetzt ehrlich gesagt Schnurz, ob ich jetzt hier ein Ei halte oder diese Tomate. Okay, also für mich war jetzt nicht klar, weil hätte jetzt auch ein Stein sein können oder so. Ne? Ja. Was ich damit nur sagen möchte, ist, alles, was eine Form hat, das hat ja eine Form. Es ist sichtbar und es hat eine Form, hat auch eine Bedeutung. Und so ist das eben auch mit dem, was sich in unserem Körper abbildet. Alles, was sich dort manifestiert hat als Körpersymptom und abbildet, was eine Organveränderung, eine Veränderung im System hat, auch eine Bedeutung.
nicht nur eine Form. Das möchte ich damit sagen, weil die meisten Menschen möchten nur, dass die Form weggeht. Ja. Und wenn sie nicht die Bedeutung wieder entschlüsseln lernen, also wenn man nicht in die Rückübertragung geht, ich mache es jetzt nochmal konkret auf die Situation bezogen. Wir haben einen Gedanken, der wird zu einer Emotion, kann die Emotion, die wird vom Körper empfunden, reflektiert und kann sie nicht verarbeitet werden, sinkt sie auf Körperebene ab, in den physischen Körper hinein und arbeitet dort weiter, sie wirkt weiter. Und wird sie nicht bearbeitet, fängt sie an, irgendwann zu deeskalieren, zu kollabieren. Mhm. So. Und das merken wir dann. Dann kümmern wir uns drum und wollen irgendetwas haben, dass das weggeht, dass man es rausschneidet oder mit einer Tablette oder sonstigen Behandlungsmaßnahmen wegmacht. Macht man es weg, kommt es, wenn die Bedeutung noch nicht bearbeitet wurde, mit der es ja begonnen hat, kommt es wieder. Entweder genau auf dieser Ebene oder auf einer anderen Systemebene. Ja. Es verschiebt sich einfach. Das ist ein Phänomen, was so bekannt ist, schon sehr lange, aber unsere Erziehung ist immer noch auf einer Stufe, ja, von weghaben wollen, sehr kindlich, ja, und eben schon nicht ganzheitlich. So kommen die Menschen ja auch zu mir in die Praxis und sagen, ja, wir sind jetzt meine letzte Hoffnung und mein Hund hat dies und das und der leidet, ja. Sie werden aber auch von Ärzten oft behandelt. Da gibt es inzwischen auch Ausnahmen und viele Übergänge. Aber die Ärztekultur hat sich eben auch dahingehend entwickelt, dass ein Arzt nicht mehr fragt, was fehlt Ihnen denn? Diese Frage ist ja unschätzbar, weil Heilsein geht davon aus, dass man alles zusammen hat in sich, dass alles integriert ist, wie auch auf der psychischen Ebene, die wir im letzten Interview hatten. Wenn alle Anteile zusammen sind mit der Seele, wenn die Persönlichkeit verbunden ist mit der Seele, dann haben wir kein Problem. Nur wenn eine Trennung existiert und keine Selbstführung mehr, also Seelenführung, und die Persönlichkeit alleine agiert, haben wir den Salat. Und auf Körperebene ist es dasselbe. Wenn all diese Ebenen zusammen sind, sind wir heil. Und die Frage früher von einem Arzt, was fehlt Ihnen denn, ist eine gute Frage, weil Menschen zählen dann das Symptom auf, was sie haben, und der Arzt könnte Rückschlüsse nehmen auf den Beginn. Das ist ganzheitliches Arbeiten. Ja. Weil den Menschen fehlt dann tatsächlich etwas. Und es geht immer nur darum, das Symptom dann wegzumachen, dadurch bekommt der Mensch doch in keiner Weise und auch nicht der Hund, was ihm fehlt. Richtig. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir verstehen könnten. Uns fehlt etwas. Und noch etwas wegzuschneiden oder wegzutabletten, wo soll es dann herkommen? Genau, deswegen sehe ich das eben halt auch so und gucke auch, dass ich die Menschen immer wieder auch auf diese Organsprache hinweise. Also, dass sie sich auch wirklich damit auseinandersetzen dürfen. Und jetzt kommen natürlich dann solche Sachen. Also ich meine, häufig ist das so, dass die Menschen dann sagen, ja, eigentlich hat der Hund ja das gleiche Problem wie ich, wenn ich drüber nachdenke. Wunderbar, dann kann man ja auch gut ansetzen. Wie würdest du das denn sagen, oder was würdest du zu einem Menschen sagen, der sagt, ja, also mein Hund hat jetzt ein Schilddrüsenproblem, ich bin top, ne? Also mir fehlt ja nichts. Was würdest du dem Menschen da raten? Weil er sagt ja, ja gut, ich weiß ja nicht, was in meinem Hund gerade abgeht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der wieder aus dem Tierschutz oder. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte, ne? Du bräuchtest dich nur anders nennen, nicht mehr nur Tierheilpraktikerin. Es ist einfach so. Es braucht diesen Mut. Wenn du sagst, du arbeitest ganzheitlich, kannst du es nicht als Tierheilpraktikerin, nur als Tier-Mensch-Heilpraktikerin. Sehr schöner Ausdruck. Ja,
Sehr inspirierend für Ein mich. ganz neuer haben wir jetzt kreiert. Ja. So, und wenn du das machst, wenn du so dich vorstellst, wissen Menschen, worauf sie sich auch einlassen und kommen. Oder so. Ich glaube aus meiner Erfahrung in der Heilarbeit, dass Menschen nur über Erfahrungswissen wirklich in Veränderung kommen, nicht über das, was man ihnen erklärt. Also so eine Erklärung steht immer am Anfang. Das ist ganz wichtig, dass unser Hausmeister das versteht. Und dann muss es zu einer eigenen Erfahrung werden. Also wenn jetzt zum Beispiel, jetzt gerade in dem Moment, ein Mensch zu dir hereinkäme und der Hund hat etwas mit der Bauchspeicheldrüse. Und du schon Mensch-Tier-Heilpraktikerin wärst. Ja. Dann könntest du dem Menschen einfach, er muss es nicht wissen, weil es wäre ja, ist ja dein Gebiet, könntest du ihm einmal erklären, wofür die Bauchspeicheldrüse da ist, zum Beispiel auf Organebene und auf Seelenebene. Mhm. Auf Organebene ist sie ja dazu da, Süßes aufnehmen zu können mit Insulinausschüttung. Sie ist ja die Erste, die antritt und alles bereitstellt, wenn wir Süßes aufnehmen. Dann könntest du den Menschen fragen, wie viel Süße hat er denn bisher in seinem Leben aufnehmen können? Ja, zum Beispiel. Das wäre meine Herangehensweise. Und wenn ich mir überlege, ich kenne zwei Menschen in meinem Bekanntenkreis, die mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hatten. Und bei beiden war es ein Thema, dass sie so wenig Selbstwertgefühl hatten, dass sie das Gefühl hatten, ihnen steht nichts zu, was Süßes, was Schönes, um es aufs Leben zu übertragen, etwas Schönes. Mhm. Steht ihnen nicht zu. Sie bekamen, also einer der beiden bekam ein Geschenk geschenkt. Oh, ich habe jetzt gar nichts für dich. Unangenehm berührt. An all diesen Kleinigkeiten zeigt sich so etwas. Und das findet man sehr schnell heraus, ob ein Mensch das kann. Das muss sich dann nicht immer bei der Bauchspeicheldrüse zeigen. Aber wenn man tiefer ins System eintaucht, wird man alles finden, was sich da zuordnet, wo es zum Ausdruck kommt. Es gibt ja Bücher auch dafür, die man den Menschen dann empfehlen kann, wenn sie sich dafür interessieren. Wir können sie ja dann unten drunter machen, wo man die Krankheit als Symbol nachlesen kann. Das und das, was sagt es auf der Seelenebene denn aus? Um das Rückdolmetschen zu beginnen, wo ist mein Thema? Und hat ein Mensch das Thema, kann man wiederum in die Bearbeitung gehen. Das muss man jetzt nicht unbedingt selber machen. Wir können alle zusammenarbeiten. Dann kann man diesen Menschen damit zu Menschen schicken, die ihm helfen können. Dann hat man ihn aber im Boot. Und es ist, also die Arbeit, die ich mache, ist ja jetzt ausschließlich mit Menschen seit Jahren. Und die Berichte sind immer so spannend, dass die Rückberichte kommen, dass der Hund mit der Verhaltensweise aufgehört hat, als sie nach Hause kamen, der war gar nicht mit. Dass die gesundheitlichen Dinge weggegangen sind und so weiter, wenn sie in die Entwicklung gegangen sind. Ich kenne es jetzt nur aus der umgekehrten Herangehensweise schon, dass ich dann diese Sachen, dieser Ausdruck, in den der Hund geht und uns etwas abnimmt, damit auflöst. So einfach wie auch, wenn in deinem Verhalten sich etwas ändert, in deiner Einstellung zu dir selbst, verändert sich etwas bei deinem Hund. Es geht nicht anders. Und der Hund macht das auch nicht wie ein Samariter, der übernimmt nichts, um sich mit uns abzuplagen, sondern weil er nicht anders kann. Das muss einem bewusst sein als Mensch. Der Hund kann sich nicht ausloggen aus unserem emotionalen System. Er ist damit eng verbunden und das ist ja auch das, was wir so lieben an den Hunden, an Pferden, an Katzen auf eine andere Weise. Ja, also für mich war das jetzt super rund, weil das ist auch genau das als Botschaft, was ich gerne so
den Menschen einfach mitgeben möchte. Und du hast mich natürlich inspiriert. Ich lasse mich ja immer gerne inspirieren. Und ja, ich kann nicht alles. Ich möchte auch bei meinem, in meinem Bereich bleiben. Aber es gibt eben, deswegen mache, habe ich auch gerne dieses Interview oder dieses Gespräch mit dir geführt, Maja. Weil für mich die Zeit ist jetzt, dieses Gesamte zu sehen. Dankeschön. Ja, da wollte ich gerne mit dir hin. Danke dir auch wieder fürs Gespräch.